Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Edensplitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Ferris Ironworks, Croydon, 1868. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst.
Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir schlüpfen in die Haut von George Fry. Ich bin der Sarazar und wir befinden uns im viktorianischen London. Das bedeutet, dass London im 19. Jahrhundert, Industrialisierungszeitalter, viele Machenschaften. Damals hat ja auch die Jack the Ripper Story stattgefunden. Ja, und wir können Assassin's Creed Syndicate schon jetzt spielen und das ist natürlich extrem cool. Und wir sind irgendwie in so einer Industriehalle und die Arbeitsbedingungen waren damals nicht wirklich atemberaubend. Ich will jetzt aber nicht direkt drauf losbrechen, sondern erstmal ein bisschen vorsichtig hier oben lang gehen. Weil man weiß ja nicht, auch wenn wir jetzt aussehen wie ein Arbeiter, könnte ja sein, dass wir auffliegen. Aber für den Notfall haben wir ja immer noch unsere schönen Assassinenklingen dabei. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass es endlich weitergeht hier mit Assassin's Creed nach Unity. Hatte ich ja, das war ja recht kurz, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie jetzt hier vor allem die Hauptstory, wie lang die sein wird. Hier mit dem Fry-Zwilling, deren Rolle wir viel mehr einnehmen werden. Und es gibt auch ein paar Änderungen, man sieht das schon. Die Steuerung ist natürlich immer noch ähnlich, ganz klar. Aber es wird sich im weiteren Spielverlauf dann auf jeden Fall zeigen. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Die Maschine sabotieren. Na, dann wollen wir doch mal hier hoch, zurück. Hätten wir das doch mal vorher gewusst. Die Tür scheint zu sein. Und wir flitzen mal hier rüber. Das hier scheint noch so ein bisschen das Tutorial zu sein. Und Assassin's Creed-Erfahrung habe ich natürlich schon ein wenig, aber man muss immer wieder neu reinkommen, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Deshalb wollen wir jetzt mal hier ganz unauffällig das Ding sabotieren und uns dann an Mr. Ferris wagen. Da fliegt mir eine Idee zu. So, das war noch nicht alles. Da vorne gibt es noch ein Teil, was wir irgendwie ausschalten müssen. Wollen wir hier rüber flitzen. Und ich muss sagen, bisher macht es schon einen richtig coolen Eindruck. Das Zeitalter ist natürlich auch nicht schlecht. Hier so für eine coole Storyline, nachdem wir zuvor in der Französischen Revolution unterwegs waren. Oder eben beim Siebenjährigen Krieg der Franzosen und Briten in Nordamerika. Assassin's Creed Rogue. Das ich auch gezockt habe, habe ja schon viele Assassin's Creed aufgetischt. Falls ihr da mehr von sehen wollt, einfach mal in der Playlist vorbeischauen. So, jetzt müssen wir das Teil noch sabotieren. Für alle, die fragen, wir spielen übrigens auf der PlayStation 4. Wir sind erledigt! Bringt das in Ordnung! Schnell! Bevor die Augen... Ferris holt sich unsere Köpfe! Sesam, öffne dich. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Nicht... Adioso! Zack! Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du... Ja, ich gehe ja schon. Ich putze hier nur. Ich bin der Hygienebeauftragte. Und jetzt gibt's auf den Tellerrand. So richtig kräftig. Richtig schön auf die Nase. Pam. Oh, er will auch mitspielen. Nett, dass du da bist. Dann wollen wir mal ein bisschen einen kleinen Tanz einlegen. Oh, der will einen Konter. Kennen wir natürlich. Der gute alte Kreis. Und die Zeitlupenanimationen sehen nicht übel aus. Nicht von schlechten Eltern. Gefällt mir ganz gut. Kampfsystem soll angeblich schwerer sein. Hatte ich zumindest den Eindruck auf der Gamescom. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, schön die Messerchen rein. Und jetzt kommt der nächste Kandidat hier.
der auch noch hier mal die Nase gebrochen haben will. Aber erstmal Verteidigung durchbrechen, yeah! Bam! Vergib mir. Nice, den hätten wir auf jeden Fall ausgestellt. Hallo! Keine Sorge, ich bin zu Ihnen sicherlich freundlich, Sie sind nur normale Arbeiter, aber ich werde mich um Rupert Ferris kümmern. Diesen Despoten, diesen Industriellen offensichtlich, die sich irgendwie mit Laudanum zupumpt. Zu dir, Ferris. Das war ja das Zeitalter des Aufbruchs, die Industrialisierung. Alles wurde so ein bisschen mechanisiert, allerdings hatte das nur die richtige Umweltprobleme damals, vor allem in London. Die ganze Stadt war pechschwarz stellenweise. So, ein bisschen anschauen will ich mir auf jeden Fall auch noch, denn, boah, ich freue mich richtig wieder zu zocken. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass es auch schon jetzt losgeht hier mit Assassin's Creed. So, wollen wir mal ein bisschen hier hochklettern und jetzt hier rüber. An die Spitze des Krans. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, eine kleine akrobatische Einlage. Alle Hoppi! Ui! Nicht schlecht gemacht. Und da vorne will wieder ein Spaßvogel mit uns spielen. Aber das war sein letztes Spiel. Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn Sie in deren Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Gehen Sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann Ihre letzte bekannte Position untersuchen. Kennen wir ja bereits. So. Den müssen wir nicht abschütteln, den haben wir schon abgeschüttelt. Keine Sorge, ich bin eigentlich ein sehr freundlicher Herr. Sage die, schönes Attentat mal eben für zwischendurch. Rupert Ferris, wir kommen. Ja, die Arbeitsbedingungen habe ich ja eben schon angesprochen, waren damals natürlich auch unter aller Kanone. Viele Menschen haben da auch in so richtig üblen Häusern gewohnt und hausiert. Ach, cool. Zack, die Wurfwaffe wollte ich auch mal ein bisschen checken gerade. So, hier gehen wir uns mal kurz dahinter verstecken. Komm ruhig vorbei. Viele Leute haben da ja noch alle ein Klo benutzt in so Großraumdingern, in so großen, Großraum ist ja falsch gesagt, aber so großen Wohnabteilen, Anlagen. Und ein Badezimmer. Und das stelle ich mir ein bisschen blöd vor, wenn ihr mit deinen ganzen Nachbarn irgendwie ein Badezimmer teilen musst. Aber damals war das so. Also wir haben heute deutlichen Luxus, den die Menschen damals nicht vorweisen konnten. Das war eben das Zeitalter der Eisenbahn, wie man hier ganz schön sieht. Das Zeitalter der Dampfmaschinen, ganz klar. Viel Produktion wurde angekurbelt, alles konnte schneller gehen. Und deswegen leben wir eigentlich in dieser heutigen Zeit. Das war ein bisschen so der Vorbote der Technisierung, kann man wirklich sagen. Und ich finde es cool, dass hier so viel Geschichte enthalten ist, immer bei Assassin's Creed. So, du sagst gar nichts mehr, mein Freund. Nächste bitte. Du schlitzt mich auf, das will ich sehen. Pack mal dein Messerchen aus. Wer schlitzt hier wen? Oh, Ambo. Das ist ja auch eine gute Variante mal für zwischendurch. Oh, genau, plündern wir mal für zwischendurch. Müssen wir auch, wir müssen uns ja wieder ein paar Pfund hier, die Währung natürlich. Wobei so ein britisches Pfund damals natürlich viel, viel mehr wert war als heute. So, und da ist Rupert Ferris. In der Hütte drin. Ha, es sieht schon knaller aus. So, und hier können wir irgendwie auch noch was machen. Seht ihr das? Ha. Da öffnen wir das Tor mit, ganz einfach. Ich dachte, vielleicht können wir da hochklettern und noch einen anderen Weg wählen zu Rupert. Aber wir kommen ihn ganz gemächlich holen. Und die riechen noch gar nichts von ihrem Problem. Ja, mit X-Schleichen sind sie schwerer zu entdecken, können sich schneller bewegen, ganz klar. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter ihnen. Der gute alte Schleichring. Halten Sie hinter einer Deckung R2 gedrückt, um zu zielen, drücken Sie dann R2, um ein Messer zu werfen. Kennen wir auch bereits, haben wir schon probiert. Hat super geklappt. Probieren wir das mal. Komm, nochmal. Gerade ein Messerchen. Zack. Ja, das war doch nett, oder? Finde ich auch. Komm, dann nehmen wir uns die paar Pfund noch mit gerade. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Wow, hier ist eine ganz schöne Hitze, die hier brütet. Komm her, Freundchen. Oh, da muss ich jetzt... Das war ein Fehler. Da habe ich meinen ersten Fehler begangen.
Aber Absolvate, den habe ich schnell ausgemerzt. Sorry, Leute, ich kämpfe hier nur für Recht und Ordnung. Ich bin nur ein Arbeiter auf dem Weg zu Rupert Ferris. Also macht euch nichts draus. Ich muss sagen, bisher auch sehr, sehr bugfrei, trotz dieser frühen Version, die ich halt auch spiele. Am 23. erscheint es dann offiziell für PlayStation 4 und Xbox One. So, gucken wir mal hier rüber gerade. Ne, gibt's keinen anderen Weg. Wir müssen also da irgendwie rum. Ich dachte, vielleicht könnten wir irgendwie an der Decke uns entlang streunern. Aber Moment mal gerade. Hier können wir uns entlang schlawinern, weil wir wissen ja, alter Assassin's Creed Hase, wir wissen ja... Kann er den Rücksprung noch? Ja, kann er wieder. Sehr gut. Haltet ihn! Ich kann ihn kaum verfehlen! Aber warte mal gerade. Hey Jungs. Oh. Heiliger Bim Bambino. Der wird jetzt wahrscheinlich Hilfe rufen. Probieren wir mal, ob ich von hier irgendwie ihn kriegen kann. Hallöchen. Dong. So, nehmen wir die Pfund wieder mit. Eigentlich muss man jetzt nicht alle Leute plündern, aber ich mache das am Anfang immer mal gerne. Um so ein bisschen wieder die Steuerung zu eruieren. Ein bisschen rumklettern, ein bisschen rumdruckseln. Und da hat sich auf jeden Fall jemand versteckt. Na gut, das ist der erste kleine Bug, aber wie gesagt, das kann passieren. Adlerauge. Noch mache ich kein Ziel aus. Der müsste also irgendwo da hinten noch sein. Aber hier könnten natürlich auch noch weitere Kreuze sich herumtreiben. Und so hätten wir natürlich den Weg ohne Kampf auch nehmen können, tatsächlich. Ah, hier gehe ich dann mal wieder runter. Ah, mal eine kleine Kletterstunde gemacht. Hallo. Schönen guten Abend. So, er legt sich auch in den ewigen Schlaf. Und hier müssen wir wieder ein bisschen auf der Hut sein. Vorne ist der gute Rupert. Allerdings überlege ich. Also hier kommen wir nicht auf direkten Wege hoch. Wir könnten natürlich jetzt die Wand hochklettern. Da hinten sind jedoch noch Feinde. Und diese Stampfmaschinen, das ist ja auch echt ungesund, wenn du da den Arm reinkriegst. Also Betriebsunfälle gibt es natürlich auch heute. Schade, bei ihm hat es nicht ganz geklappt, aber dafür hier mit Plan 2. Yeah. Der gute Jakob hat zugeschlagen. Ich muss sagen, bisher gefällt mir der Charakter ganz gut. Ich kann da natürlich noch nicht so viel drüber verlieren. Hier in London. Aber die Atmosphäre kommt auf jeden Fall rüber wieder. So, hier lasse ich den Fund mal liegen. Das wiegt mir zu viel. Da ist er. Da ist er doch, oder? Nee, da ist er noch gar nicht. Das war wer anders. Ja, Kinderarbeit gab es natürlich auch. Dem guten Rupert Ferris geht es offensichtlich nur um den Profit. Hier ist kein Feind. Schade, ich dachte, die Typen könnten wir noch dezimieren. Hier geht's nicht raus. Tür scheint verschlossen zu sein. Okay, da müssen wir wohl einen Weg drumherum finden. Aber erstmal schauen wir uns mal an, was die hier mit den Kindern machen. Das ist echt. Ah. Da hinten müssen wir hin. Kein Geheule! Los, an die Arbeit! Hier irgendwo ist der. Eure Familien zählen auf euch! Wahrscheinlich voll dicht unterwegs. Rupert, willkommen. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Abgezogen. Es wird Zeit für die
Unterbrechung, Mr. Ferris. Rupert Ferris. So, dann wollen wir mal. Wir können hier scheinbar irgendwie drüber klettern. Hier wird anscheinend irgendwie das ganze Metall geschmolzen. Das heißt, hier mussten unheimlich Hitze brüten. Gut, dass wir eine Jacke anhaben. Und ich zeige euch den Charakter mal gerade, bevor wir unser erstes Attentat jetzt hier im Spiel verüben. Freue ich mich drauf. Ach, schön, dass wir wieder zurück sind. Das werden wieder einige Spielstunden, Spielspaß und Spannung werden. So, wir können hier irgendwie oben drüber klettern, hier vorne. Einmal mit Adlerauge, das kann nicht schaden. Die ganzen Ziele markieren. Die gute alte Schule. Hab ich nicht eben noch einen gesehen? Ah, da vorne ist noch so ein Tünnis. Ah, den brauchen wir gar nicht. Klettern hier rüber. Gehen dann hier oben lang. Wir müssen ja keine unnötigen Opfer bereitstellen. Einer muss sich um ihn kümmern. Obwohl andererseits... Zack! Nein! Ich bin nur ein netter Kerl, Mensch. Ich kämpfe hier für eure Rechte. Seid froh, dass irgendjemand mal Rupert Ferris an dem Kragen geht hier. Der hat es auf jeden Fall verdient, der Bursche. Wir befinden uns ja jetzt im Jahr 1868 und angefangen hat die Industrialisierung ja auch in England zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also so lange kann das jetzt noch nicht angehen. Zack! Kehle ab! Wieder cool die musikalische Einlage bei dem Ganzen. Oh, hier haben wir ein paar mehr Feinde im Gebäude. Und ich glaube, Mr. Ferris wird ein wenig bewacht. Da noch so ein Kauz. Jetzt können wir uns natürlich vorsichtig verhalten und hier oben irgendwie lang klettern. Verschiedene Wege gibt es ja so gut wie immer eigentlich. Cool, kann ich auch an der Decke lang klettern? Eigentlich, nee, leider nicht. Das wäre richtig nice gewesen. Aber so macht uns so schnell kein Feind aus. Wenn wir uns hier so lang hangeln. Ja, hier kann ich mich, glaube ich, runterlassen wieder. Und das wird übrigens viktorianisches Zeitalter genannt, für die, die es nicht wissen. Das Zeitalter der Industrialisierung von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, so wird es ja genannt, wenn es 1800 bis 1899 ist. Ist ja ein bisschen verdreht, manchmal ein bisschen verwirrend. Weil Queen Victoria so lange geherrscht hat, eine Königin, die das Empire erhalten hat vor allem und weiter ausgebaut, immer noch mit vielen, vielen Koloniegebieten, Indien und so, damals Großbritannien auf jeden Fall die Weltmacht schlechthin. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich verbleibe, bla 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 bla. Rupert Ferris. Schicken Sie das an Mr. Starrings. Wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Ich denke, dem geht's ganz gut, Rupert. Zack. Attentat erfolgreich abgeschlossen. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Das Blut deines Templers. Ja, das war doch richtig cool. Jetzt müssen wir an Bord des Zuges entkommen und das bedeutet schnell abhauen. Warte mal ganz kurz, die Leiche sollten wir vielleicht noch plündern. Der hat doch bestimmt noch ein paar Euro 50 dabei. Ah, können wir gar nicht plündern, sonst gibt's hier nichts im Raum. Na gut, dann verabschieden wir uns. Junge Lady, es tut mir leid, dass Sie das mit anschauen mussten, aber hey. So läuft der Hase hier im Geschäft. Mit den Assassinen und Templern. Und er arbeitet auch halt für diesen einen Obermacker-Templer. Starrick oder so, der Boss von London sozusagen.
Oh, wir leben noch eine kleine Überraschung. Nein, 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 mein Kleiner. Wir können beide mal schlafen gehen. Bams. Vorsicht, Tunnel. Yeah. Nettes Manöver. Du bleibst schön liegen da. Oh, noch ein Messerchen. Okay, da kommen noch mehr. Wir können natürlich auch mal die Messer verwenden, die Wurfmesser, die guten. Tschüssi, und du bleibst auch unten, bitte. Lass mal einmal die Verteidigung durchbrechen bei den Burschen hier, damit dein Messerchen rumfunkelt. Nein, 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 Freunde, komm. Zack. So, und hier stehst du richtig gut an der Kante, dann kannst du gleich bleiben. Ups, das tut mir aber leid. Haha, lief doch blendend. Ja. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Die Weichen wurden gestellt. In die falsche Richtung habe ich das Gefühl. Oh oh! Der gute Zug! Heieiei! Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Halt dich mal lieber fest, mein Freund. Jacob. Gut, jetzt sollen wir hier nach unten klettern. Kriegen wir auch hin. Hi! Das war aber nochmal glücklich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich wäre ja nach oben geklettert, glaube ich. Dieser ganze Schaden nur für Mr. Ferris. So. Oh, das war ein gutes Timing. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Sand im Getriebe, abgeschlossen. Belohnung 1000 Pfund und 2000 Erfahrungspunkte sowie ein Gürtel, Novizengürtel. Da freue ich mich, dass ihr an diese Erinnerung bewerte ich natürlich mit 5 Sternen. Das war richtig, richtig cool. Naja, und das war jetzt die erste Mission natürlich nur von Assassin's Creed Syndicate. Weiter geht's dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ich glaube, dann werden wir in die Rolle von der Schwester von Jacob schlüpfen. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Hier auch noch ein paar interessante Fakten. Und falls ihr die nächste Folge sehen wollt, klickt doch mal in der Beschreibung vorbei. Außerdem könnt ihr diesen Kanal natürlich völlig kostenlos abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.